Willkommen zurück zum Minecraft Together. Ja, hallo, da sind wir wieder. Mit der Chip und mit dem Heiko. Genau, mit dem Heiko. Du kannst ruhig reden, wenn du magst. Eben. Hallo. Weil wir dachten, dass der Heiko mal zwischendurch mal immer so eine kleine Sprechrolle kriegt. Vom Yannick mussten wir uns leider verabschieden. Die Sache ist die, wir fanden, wenn halt zwei Bauschlampen immer rumgeirrt sind, dass das ein bisschen zu chaotisch war. Und man hat es, glaube ich, auch gemerkt, dass wir nie wussten, wo die sind, was die machen und hat die einzelne Baustelle dann auch viel weniger zu tun, fast gar nichts. Eben, das hat jetzt auch gar nichts persönlich mit dem Yannick zu tun, sondern einfach, weil wir glauben, dass es so ein bisschen geordneter hier abläuft. Genau, aber auf jeden Fall auch Dankeschön an Yannick. Genau, danke nochmal. Auch wenn er jetzt natürlich leider in den Kürzeren gezogen hat, aber er war halt der Letzte, der dazugekommen ist. Eben, und so sind in der echten Welt ja auch, ne? Ja, also wir mussten ihn essen. Lol. Wir mussten ihn aufessen. Okay, deshalb sieht man auch auf meiner Minimap hier dieses Todeszeichen. Da haben wir ihn verspeist. Oh, weißt du was Neues? Nee. Ich sehe deine Waffe in der Hand. Nein, guck mal hier. Jetzt kommt Maiskolben. Hui. Hey. Geil, guck mal, geil. Ist einfach der Hammer. Ja, ich habe 18 FPS, ist der Hammer. Ich weiß nicht, woher. Ich habe 60. Ich werde mal kurz einfach mal die Sichtweite reduzieren, obwohl es eigentlich nicht daran liegen dürfte. Du brauchst einen Sechskerner. Nee, also egal auf was ich die mache, der ist immer auf 30, bleibt er. Obwohl ich 60 angegeben habe bei Dick Story, aber ach so, okay. Was soll's? Egal, wir gehen heute in den Twilight Forest. Der Heiko hat den auch schon mal angelegt. Zusammen mit dem Yannick. Und ich glaube, das war da hinten, ne? Was kann man denn in den Twilight Forest genau machen? Da können wir alle tothauen, ich weiß es auch noch nicht. Also, ich gehe da auch blindlings rein. Aber der Heiko weiß das bestimmt. Ja, erkunden halt, ne? Okay, erkunden wir. Okay, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns nicht spoilern, ne? Das war cool. Müssen da so Pflanzen drum? Ja, das ist das Portal, das machst du so. Ah, okay. Da machst du die Pflanze und Diamant rein, oder was, ne? Genau, Wasser und dann Diamant. Ja! Yeah! Hui! Oh, Errungenschaft. Oh. Twilight Arrival. Geil. Da, guck mal, den töten wir erstmal. Wo denn? Da, hier, die ganzen Viecher, siehst du die nicht? Ich seh dich nicht. Ah, okay, ich töte hier schon Hirsche. Siehst du mich immer noch nicht? Steht's genau vor dir? Nee. Nee, so nach links. Siehst du denn den Heiko? Ja. LOL! Geh nochmal raus und wieder rein. Ich? Also ins Portal. Nö. Sicher jetzt mal gar nicht ein. Ey, ich hab Schaden gekriegt, dadurch, dass ich durchs Portal gegangen bin. Jetzt seht ihr mich jetzt? Sehr gut. Ah. Dann sollen wir hier mal einen Waypoint hinlegen? Ja, ist vielleicht eine gute Idee, ne? Und wenn ich jetzt hier die Ränder wegschlag? Nein. Nein? Ich mach's nicht, warte. Ich nenn's Hause. Okay, dann mache ich jetzt das weg, ne? Dann ernte ich jetzt das Portal ab. Die Geräusche sind auch krass. Ja, ich hab irgendwie hier, also hier ist Musik an, obwohl ich Musik aus hab. Muss ich die Geräusche etwa ausmachen? Ich glaube, das sind bestimmt diese Dungeon-Geräusche, ne? Ich weiß es nicht, ich lasse es auf jeden Fall mal an, scheiß drauf. Oh, warte, was ist das denn? Ein Frosch? Ein Vogel? Vogel. Achtung, Zombie hinter euch! Ich kümmere mich drum. Achtung, Baumzombie jetzt! Ah! Oh, sehr gut, danke. Mann, das fällt natürlich genau auf ihn drauf, ne? Perfekt. Also wir sollten hier natürlich... Oh. Ey. Das gab Twilight Hunter. Ja, weil du einen getötet hast, ne? Ey, was soll das? Wer schießt auf mich? Heiko. Das waren Mücken. Ja, ich höre gerade auch Mücken. Weil ich konnte die gar nicht sehen. Ich habe jetzt gerade jetzt mit Pfeilen auf mich geschossen, sorry. Was ist das denn da? Was ist das rote Vieh da? Mach den kaputt, dann bist du ein Hunter. Ich habe schon einen kaputt gemacht. Ah, okay. Weil ich habe doch vorhin, wo ich hier reinkam, schon, so ein paar Hirsche erlegt. Der tötet aber nicht alle so. Guck mal, da hinten ist ein Widder. Ich meine, das machen zwar die Menschen, ne? Ja. Irgendwo einfallen und alles töten und abrauben. Ja, aber die geben denen auch Obdach, ne? Die geben denen eine Belüftungsanlage, damit sie da drin nicht ersticken. habe ich gesehen im Fernsehen, jetzt wo die Überflutungen da waren. Ja. Ist wahrscheinlich schon lange her, wenn das Video rauskommt. Da war auch irgendwie so eine Massentierhaltung betroffen. Und die haben gesagt, wenn der Strom ausfällt, dann ersticken die innerhalb von 2 Stunden. Boah, krass. Wie heftig, ne? Oh, was haben wir denn hier für einen Spawner? Einen Skelett-Spawner oder was ist es? Ich kann es mir nicht erklären. Heiko, kennst du das?
Ist das ein Skelett? Ich glaube ja, ne? Ich ja, glaub, Minotauren. Minotauren? Ich glaube schon, ja. Boah, dann lass ja, mal noch. Ah, ja, ja, die gibt's auch. Dann lass den mal noch, damit die mal kommen, oder? Genau, wir brauchen gleich Action hier. Sollen wir mal hier nach hinten latschen? Ja, gerne. Wo? Wo? Nach Südwesten, da ist ein Tempel praktisch, ein größerer. Ah, oh, hier gibt's auch, gibt's also auch Enderman. Ja, die klauen überall Klötze, egal in welcher Dimension. Hört ihr eigentlich meinen Kater schnarchen? Pass auf. Ja, stimmt. Das Ich weck den mal so ein bisschen. Ich dachte, das wäre ein Geräusch aus dem Forest. Die komischen, was sind denn für komische Geräusche hier, weißt du? Boah, wir brauchen ein Timber-Motiv für Peter. Guck mal, so ein Baum mit einem Schlag da hinten. Holy shit, guck mal. Was, die Bäume? Nein, hier, Südwesten. Was ist denn da? Wie fett ist das denn? Ah, es lädt gerade auch bei mir. Du meinst so im Himmel, ne? Da ist irgendwas. Ich sehe nur so einzelne Dinger bisher. Ja. Hier, so ein Eber töte ich jetzt erstmal. Hier sind Eichhörnchen. So ein Eichhörnchen töte ich jetzt erstmal. Alles einmal töten und gucken, was passiert. Ja, vielleicht kriege ich ja nicht. Mein Gott, was ist das denn für ein Haus? Krass. Also ich gehe mal mit euch unten rein. Ich könnte ja auch hochfliegen jetzt. Ja, nein, wir müssen das hier natürlich professionell machen. Würdest du denn so eine fremde Burg einfach oben reinschweben? Ja klar, wenn ich das könnte. Vielleicht nicht so eine coole Idee. Was ist denn hier? Guck mal, ist hier vielleicht ein Geheimgang rein? Nee. Vor allem voll der Geheimgang, so ein Riesenloch im Garten. Hier unten. Da unten? Ah, da ist der Eingang? Nee, doch nicht. Ah, ne, da geht so die Mauer einfach nach unten fortgesetzt. Aber wir könnten hier hochklettern. Ja, stimmt, an den Lianen, ne? Ja. Aber erstmal checken. Gibt's hier keinen Eingang? Vielleicht sollen wir einfach die Liane hier ganz hochklettern und uns von oben nach unten durcharbeiten. Ah, jetzt auf einmal doch von oben. Ja, von ganz oben, ja dann. Okay, dann geht mal einer hoch. Genau, jetzt sind da oben so voll die Schweine, ne? Ja, toll, wie komme ich denn jetzt hier? Ich habe nämlich kein Jetpack bei. Warte, wir haben Minecraft, wir können auch eine Tür reinschlagen, ne? Nein, das ist geheiligtes Eigentum hier. Komm, wir gehen hier unten rein. Okay, hier ist kein Licht, hier ist ein Zombie. Ich bin hier, achso, da, hier bist du auch, okay. Haben wir Fackeln mit? Ich habe eine. Damit müssen wir uns abwechseln. Was ist das denn hier für ein riesiger Pilz, Alter? Was geht denn hier ab? Auch Zombie? Alter. Zombie ist gut. Zombies! Ah, Cast Crafter was killed by Twilight Lich. Lich. Ich sag doch, du sollst nicht nach oben gehen. Genau, Lich eigentlich. Beim Lich. Twilight Lich. Oh, wie viele sind hier? Guck mal, ein Bild, da reise ich erstmal ab, dann nehme ich mit. Hier ist ein Spawner. Oh, oh. Alter. Nein! Peter! Oh. Was soll das? Ja, ich habe nur wild um mich geschlagen, da waren so viele. Ja, dann gab's doch einfach... Ja, weißt du, haut einfach mich tot, ey. Was ist das denn? Ich hatte schon wieder Level 1. Krass. Und jetzt bin ich wieder bei nix, ey. Bist du im Lager, bringst du Fackel? Ah, ne, da ist er wieder. Bist du im Lager, bringst du Fackel mit Fuck you, ey. Fackel, yo. Gibst du mir meine Sachen? Achso, ja, kann ich machen. Die müsstest du haben. Du töte den mal vorher da. Obwohl, ich hab nicht viele Sachen. Aber du müsstest vier Sachen haben. Nur die ganze Ausrüstung. Ich hab das. Ma, du hast die guten Sachen noch. Nein, hab ich nicht, ohne Scheiß. Hast du keine Schwerter und so? Nee, gar nicht. Der muss doch da drin liegen. Okay. Ich bin auch gleich wieder voll, dann helfe ich aktiv mit. Ja, komm mal hier rein. Hier ist ein Skelett. Das müssen wir mal totschlagen hier. Boah, der Heiko wird schon wieder getötet. Aber, boah. Also wir brauchen auf jeden Fall Fackeln. Wir müssen auf jeden Fall den Spawner erledigen. Fuck. Ich hab kein Schwert mehr. Gar keins? Nee. Sind wir jetzt alle nackt und haben nichts mehr? Also ich bin nicht nackt, ich habe nur kein Schwert. Kann ich den Spawner so kaputt schlagen mit der Hand? Ah, da hinten sind meine Sachen. Alter, Twilight Leech, der hat sogar eine Energieanzeige. Ja, das ist ein Boss übrigens, ne? Ja. Genau, jetzt wo du das sagst, den hatte ich mal gespawnt. Welchen Tipp ich euch geben kann, ihr solltet die Bosse nicht versuchen mit einer Atombombe zu erledigen. Okay. Weil dann kackt der Chunk komplett weg. Oh ne, da ist der Twilight Rolls kaputt. Ich muss da ganz schnell zurück mir Ausrüstung bauen. Ja, ich versuch mal eben meine zu kriegen. Die müsste eigentlich hier hinten irgendwo drin liegen. Verpiss dich doch, du scheiß Zombie! Weil so macht das keinen Sinn, so richtig. Nee, dann macht doch keinen Spaß, so, weil irgendwie, das ist echt heftig hier. Ich meine, das kennen wir ja schon, ne? Ja, dass wir die ganze Zeit sterben. Ja, genau. Ich die ganze Zeit sterbe. Ma, schon wieder! Deathtome, cool. Oh, Heiko, wir können ja den Turm von hier sehen. Ich wollte schon sagen, mach da mal einen Waypoint. Wo spawnt ihr eigentlich wieder? Wieder da?
Ja, irgendwie direkt so in der Nähe von dem Turm. Ist das so? Spawnt man im Twilight Forest in der Nähe wieder? Ja, im Portal halt. Das sind deine Sachen. Aber ist da das Portal? Wir sind doch weitergelaufen, oder? Lass uns mal hier versuchen, so eine Lücke in den Boden zu schlagen. Ah, ich mach das mal, während die versuchen, dich zu fressen. Ich Weil bin dann mehr fall. verpeilt hier bei den Kisten. Alter, wir haben immer noch keine Ordnung. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen offscreen machen. Ja, glaube ich Weil auch. das Oh, In-Game ein hier sind sehr bisschen viele doof. Zombies, hier sind sehr viele Zombies. Oh, der Lich King! Hilfe! Oh, aber ich habe immerhin mein Schwert wieder. Bin noch fast voll. Geh mal weg, der Heiko. Oh. Hau die alle da runter einfach. Ach, so. Wir haben Iron Ingot. Kann man damit auch ein Schwert bauen? Nee, mit einem nicht, ne? Ne, Iron Ingot. Ach, übrigens, das sind auch noch hier diese Silverfish Cobblestones, ne? Das ist aber ärgerlich. Nee, nee, die Pflastersteine hier oder wie auch immer die heißen. Die normalen Steine hier halt, woraus das Haus gebaut ist. Okay. Oh, oh! Was schießt auf mich? Was hat mich jetzt. Hä? Ein Verstehe ich Buch. nicht. Ein Buch? Ja. Oh, ich bin fast tot, ey. Krass. Muss mal eben schnell was essen hier. Ich bin noch mal ganz kurz zurück, so bringt das nichts. Okay, bis gleich. Ich renne jetzt mal ganz kurz zu einem Schmelzofen da hinten hin. Aber warte mal, eigentlich müsste der Spawner doch hier irgendwo sein. Ich gehe jetzt hier. Ja, warte noch, ich warte noch. Ja, sonst kill die Spawner alle im Grunde, ne? Ja, mache ich gleich. Weil an den kommst du eigentlich von außen dran. Ich weiß ja jetzt, wo er ist. Da sind 10 Stück, glaube ich. Ja, aber ist egal. Dann können wir hier voll die geile Zombie-Farm bauen. Weil hier sind jetzt schon so 8 oder Zombies oder so am Boden. Oder sollen wir das beleuchten? Die Spawner, oder was? Ja, weil dann können wir damit auch später arbeiten. Ja, eben. Ja, das können wir eigentlich machen. Sind da so viele? Echt so viele? Ja, so einige. Da geht ja nach oben hin in dem Turm durch, weißt Ja. Bist du jetzt schon wieder in der Aufnahme, Peter? du? Ja. Ah, okay. Weil ich habe gedacht, irgendwie. Okay, egal. Ich glaube, das Iron Ingot ist ganz normal. Warte, ich mach mal eben meinen Jetpack voll. Wenn wir schon mal da sind, ne? Aber ist voll. Oh, der Twilight Lich ist hinter mir her. Man darf jetzt nur bloß nicht in die Lücke fallen hier. Das ist keine gute Idee. Aber jetzt ziehe ich mir ja erstmal richtig schön viel XP rein. Am Arsch, welchen Level hast du? Ja, jetzt eins, aber hier unten sind gerade 8 Zombies, die habe ich jetzt alle mal getötet. Oh fuck. Ah, hier unten sind aber auch die scheiß Silberfische-Bastarde. Silberfische Bastarde, hier. Silberfische-Bastarde. Ich mach's halt auf die Barboard. Yeah. So, das Buch ist auch Geschichte. Hallo Lol. Heiko. Oh, da ist wieder einer tot. Hä, hier war aber gar nicht, da war gar kein Zombie, ich habe gar keinen gesehen. Ja, toll, Iron Ingot ist ja ganz normal, das Eisen, ey, und ich renne da hin. Ja, ehrlich. Was Ist bin ich denn für ein Noob? halt Ingot ist Barren, ne? Ach so. Ah, danke Ah, schön. wieder was Ah. gelernt. Das sagt er Meine mir jetzt, ey, mein Gott. Education is sexy. Ah, hau doch ab, du Zombie, ey. Ich brauch Kohle. So, jetzt habe ich Ich hab mein. Fackeln 24. Oh, sehr gut. Sehr gut. Zumindest einer. Also wir sollten gleich auf jeden Fall nochmal in die Mine, ey. Das ist ja Abfuck. Und ich brauche einen Stock. Rübe, schnarch nicht so laut. Mach mal. Der ist voll fest am Pennen, ey. Ich muss den jetzt voll rütteln. Oh, ich habe einen magischen Kartenfokus. Ja. Ist so eine besonders geil aussehende Feder. Eine extrem pornös aussehende Feder. Die ist bestimmt für mich wichtig. Nein, die ist für mein. Die mache ich, Ach stecke ich mir. ja, Sticks, Die Dankeschön. stecke ich mir an meinen Pimphut. An So sieht's nämlich aus. deinem Pimphut. Ich steck dir gleich mal einen an deinem Pimphut. Oh, Achievement, time to strike. Okay, also hier ist ein. Auf der einen Seite da drin ist ein Turm, habe ich gerade schon gesehen. Geil. Was kann man denn wohl mit diesem. Ach, hier ist eine Fledermaus. Die töte ich erstmal. Und der Wichs hat mitgemacht. Ja, hier sind schon wieder 2 Zombies, die mich töten wollen. So, Heiko hat Fackeln, gut, ich komm rein. Ah, da ist aber noch mehr. Da ist anscheinend auch noch ein Skelett-Spawner irgendwie. Ich kann euch so eins Ah! sagen, ich habe keine Fackeln. Okay, ja, ich auch nicht. Ich nehme mal ein paar hier von unserem Haus mit. Mit hier welche spawnen können. Ma. Die Zombies sind geil, die kommen. Oh, ja doch, die kommen da runter. Ja, genau, jetzt ist hier ein. Oh. Was ist da? Alter, an dem Spawner. Also nicht an dem Spawner, an Ach. dem Durchgang. Da waren jetzt auch ein Skelett und ein Zombie. Okay.